kleine Überraschung auch für die Kollegen, dass wir hier zu zweit stehen, aber wir sollen ja auch nah aus der Praxis berichten und deshalb kleine Überraschungen gehören bei unserer Arbeit auf jeden Fall dazu. Ich wünsche Ihnen auch alle einen schönen guten Morgen, guten Mittag wahrscheinlich schon fast. Ja, wir beide freuen uns sehr, dass wir heute hier als Referenten und später als Workshopleiter an diesem Fachtag teilnehmen können, denn das Thema Trauma und Gewalt spielt bei uns in der Arbeit natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ja, mein Kollege und ich sind Mitarbeiter bei Hilfe für Jungs e.V. Ganz kurz zu uns, wir haben mehrere Projekte, alle drehen sich im Großen und Ganzen um das Thema Sexualität, sexuelle Gewalt, Trauma, angefangen von Einzelverhelfern bis hin zu einer Anlauf- und Beratungsstelle für männliche Sexarbeiter, ist alles vertreten. Wir beide sind bei der Fachberatungsstelle der Berliner Jungs tätig. Genau. Und ganz kurz wurde schon gesagt, wir sind seit langen Jahren fester Bestandteil des Hilfesystems in Lichtenberg und freuen uns sehr, dass wir eingeladen wurden, heute zu referieren. Das Thema sexuelle Gewalt versuchen wir auf vielen Ebenen zu bearbeiten, ja, den unter das Volk zu bringen, hört sich komisch an, aber wir müssen einfach immer wieder das Thema setzen und immer wieder neu mit vielen Menschen diskutieren. Deswegen sind wir im ganzen Bezirk unterwegs, machen Schulpräventionsveranstaltungen, sind in Jugendclubs aktiv und ja, versuchen dort Kindern und Jugendlichen präventiv das Thema näher zu bringen, aber sind natürlich auch immer gerne bereit, Fachpersonal zu schulen, weiterzubilden, um zum Schluss auch noch zu sagen, unser allergrößter Block ist natürlich die Beratung von Jungen, von deren Angehörigen oder von Fachpersonal, wenn es wirklich um das Thema sexuelle Gewalt geht. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute hier sind und mit Ihnen das Thema ein bisschen genauer uns anschauen können. Ich werde zu Beginn ja, vielleicht alle auf einen Stand bringen, sprich kurze Definition, ein paar Statistikzahlen liefern, damit wir einfach wissen, über was reden wir hier. Mein Kollege wird später genauer auf die Auswirkungen sexueller Gewalt eingehen, auf die Symptome, aber auch auf den Umgang mit betroffenen Kindern. Vorab ist zu sagen, wir sind ein jungenspezifisches Projekt, das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Jungen zusammen. Im Vortrag und in den Statistiken versuchen wir natürlich auch, ein Gleichgewicht herzustellen zu den Mädchen. Gelingt uns nicht immer, weil wir eben auch nicht die Fachexpertin dafür sind. Dafür gibt es Kolleginnen wie Wildwasser oder die Kollegin von Kim im Zentrum. Das wäre uns unangenehm, wenn wir jetzt denen ihre Expertise klauen würden. Aber bei den Sachen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir sagen dürfen, machen wir das natürlich auch. Genau. Vielleicht kurz zur Definition. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, toller Titel, kurz gesagt UBSKM, hat es so definiert oder ausgeschrieben. Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Kindern gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund ihrer körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Er formuliert noch weiter, dass diese Definition sich auf alle Minderjährigen bezieht. Das heißt, auf alle unter 18-Jährigen. Bei unter 14-Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sexuelle Handlungen nicht zustimmen können. Ja, sie sind also immer als sexuelle Gewalt zu werten, egal, selbst wenn sie als Kind sagen würden, ja, ich möchte das trotzdem, ist es dennoch als sexuelle Gewalt zu werten. Der Täter oder die Täterin nutzen dabei immer ihre Macht- und Autoritätsperson aus, um die eigenen Bedürfnisse über die der Kinder zu stellen und auf Kosten der Kinder zu befriedigen. An dieser Stelle noch eine kleine Begriffserklärung oder ja, Bestimmung. Nach wie vor ist das Wort sexueller Missbrauch im juristischen und im medizinischen vollkommen korrekt. Wir als Fachberatungsstelle wehren uns ein bisschen gegen das Thema oder gegen das Wort und benutzen viel lieber, oder wenn wir es nutzen, dann das Wort sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Das hat zwei Aspekte. Zum einen suggeriert das Wort sexueller Missbrauch irgendwo auch einen sexuellen Gebrauch. Den kann es bei sexueller Gewalt an Kindern überhaupt nicht geben. Aber der viel größere Punkt und wichtigere Punkt, warum wir sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt bevorzugen, ist, dass der Fokus ganz klar auf dem Gewaltakt liegt und nicht auf der Sexualität. Nur als kleiner Input unserer Seite. Genau. Statistik gesehen freut es mich und macht mich zum
gleichen Teilen auch sehr traurig, dass ich Ihnen die aktuellen Zahlen liefern kann, die letzte oder vorletzte Woche erschienen sind. Wir beziehen uns da auf die polizeiliche Kriminalstatistik bundesweit, sprich im Jahr 2017 gab es 13.539 Fälle von sexuellem Missbrauch, die angezeigt wurden. Ja, das ist ein kleiner Rückgang im Vergleich zum Jahr davor, ich glaube 3% war es, aber es ist nur das Angezeigte bei der Polizei. Ja, also die Dunkelziffer liegt da weitaus höher. Was schockierend ist und was ein Trend ist in den letzten Jahren, ist, dass sexuelle Gewalt mittels Fotos, Videoaufnahmen einen deutlichen und rasanten Anstieg hat. Ja, in der Statistik diesem Jahr ist ein Anstieg von 15% zu verzeichnen. Das heißt, es werden immer mehr Filme und Videos gedreht, in denen auch Kinder Betroffene von sexualisierter Gewalt sind. Genau, wir sehen hier auch nochmal, was Patrick vorhin schon gesagt hat, Mädchen sind häufiger betroffen, 3 bis 4 Mal so häufig. Wir gehen auch davon aus, dass jedes vierte Mädchen, beziehungsweise Wildwasser hat uns die Zahlen gegeben, dass jedes vierte Mädchen von sexueller Gewalt betroffen ist. Wenn man die Fachberatungsstellen im deutschsprachigen Raum befragt, die mit Jungen arbeiten, geht man von jedem 8. Jungen aus. Auch da ist es eher nur ein Schätzwert und die Dunkelziffer wahrscheinlich sogar noch höher. Gründe hierfür sind, warum es bisher noch nicht so gut erforscht, beziehungsweise warum die Öffnung so schwierig ist, dass sich gerade jungen Menschen anvertrauen, ist ganz klar gesellschaftliche Ängste und Zwänge, aber auch ein großes Schamgefühl. Dazu wird mein Kollege aber gleich mehr sagen. Und zum Schluss nur noch eine Zahl, dann entlasse ich Sie auch mit Zahlen. Das Verhältnis weiblicher Täter zu männlichen Tätern, weil wir da häufig gefragt werden, wie sieht es eigentlich aus mit den Frauen, beträgt 1:9 momentaner Stand. Das heißt, eine Frau auf 9 Männern, die sexuelle Übergriffe begehen, aber auch da ist die Forschung erst am Anfang. Gesellschaft ist erst am Anfang zu hinterfragen, können Frauen überhaupt Täterinnen sein? Da muss noch viel passieren und auch da ist die Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher. Genau, so viel erstmal auf den neuesten Stand. Und nun freue ich mich, an meinen Kollegen abzugeben. Ja, vielen Dank. Hallo, Matthäus Stach-Seife mein Name. Ich werde jetzt was erzählen zu Auswirkungen von sexueller Gewalt, aber vor allen Dingen zu den Unterschieden zu anderen Traumatisierungen. Also das ist ja so unser Kernthema und Traumata haben ganz oft dieselben Auswirkungen auf Menschen, aber sexuelle Gewalt hatte nochmal einige Spezifizierungen, auf die ich deutlicher eingehen werde. Wie mein Kollege auch schon gesagt hat, gehen wir aufgrund unserer Spezialisierung hier und da mehr auf Jungen ein. Das heißt aber nicht, dass es nicht Mädchen oder Frauen gibt, denen sowas auch passiert. Wir haben ja gehört, dass es da sogar häufiger passieren kann. Aber wie gesagt, aufgrund unseres Themenschwerpunkts beziehen wir uns häufig mehr auf Jungen. So, genau. Wenn das Gefühl völligen Alleingelassenseins ein zentrales Merkmal der Traumatisierung darstellt, dann kann man sich durchaus mühelos vorstellen, was das für interpersonelle Traumata im Kontext sexueller Gewalt bedeutet. Die Erschütterung allgemeiner Wertvorstellungen, ein zentrales Merkmal von Traumatisierung, findet man hier regelhaft in sehr deutlichen und drastischen Auswirkungen. Sexuelle Gewalt ist ein so drastischer Eingriff auf die körperliche und physische Integrität eines Menschen, dass das Vertrauen in die Mitmenschen verschwinden kann. Aber auch das Selbstbewusstsein, also das eigene Selbstvertrauen, wird auf eine harte Probe gestellt. Die Gefühle von Machtlosigkeit und Ohnmacht in Verbindung mit Ekel, unbändiger Wut führen häufig zu heftigen Symptomen und zu einer massiven Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens. Das alles wird dann noch begleitet von Fragen nach der eigenen Schuld, Unsicherheiten bezüglich der eigenen sexuellen Orientierung und der Angst, von seinem sozialen Umfeld ausgegrenzt zu werden. Ersteres, also die Frage nach der Schuld, scheint scheinbar einfach zu klären zu sein, denn die Schuld trägt immer der Täter oder die Täterin, niemals das Kind. Da gibt es aber das große Aber, denn TäterInnen verwickeln die Betroffenen in ein Netz aus TäterInnen-Strategien, bestehend aus emotionaler Bindung, Geschenken und Aufmerksamkeit, in Verbindung mit einer bewussten Isolierung des Kindes vom restlichen sozialen Umfeld und einer oft mit Erpressung gepaarten Geheimhaltung. Das fällt den meisten Kindern sehr schwer zu durchschauen.
Ja, die meisten Erwachsenen fällt das schon sehr schwer. Und deswegen ist es umso schwerer, aus diesem Netz, aus TäterInnen-Strategien rauszukommen. Das ist nochmal so eine Besonderheit bei diesen Formen der Traumatisierung. Dies erfordert somit einiges an Kraft und Entschlossenheit und die Betroffenen benötigen jede Unterstützung, die sie bekommen können. In den meisten Fällen handelt es sich bei TäterInnen um Männer, das hat mein Kollege Herr Weber ja schon gesagt, das sind ca. 90% der Täter. Ist der Betroffene zusätzlich ein Junge, sehen unaufgeklärte Menschen hier aufgrund des gleichen Geschlechts nicht selten eine homosexuelle Handlung, obwohl man ganz klar unterscheiden muss zwischen Pädosexualität und anderen sexuellen Orientierungen. Pädophilie wird im ICD-10 als sexuelle Störung bezeichnet und führt regelhaft bei direkt oder auch indirekt Betroffenen zu leidvollen Erfahrungen. Dass ein Junge also sexuelle Gewalt erlebt hat, sagt faktisch nichts über seine sexuelle Orientierung aus. Das wird aber gerade im Sozialkontext oft anders gesehen. Wichtig ist auch, dass man nochmal unterscheidet zwischen dem Begriff Pädophilie und Pädosexualität, denn nicht jeder Mensch, der nach ICD-10 pädophil ist, ist auch pädosexuell, also hat Sex mit Kindern, sondern kann das zwar haben, diesen Begriff der Pädophilie, aber nie wirklich Täter werden. Während nicht jeder Pädosexuelle auch pädophil ist. Es gibt Menschen, die solche Taten begehen, ohne die, ohne diese sexuelle Neigung zu haben. Nichtsdestotrotz kann eine solche Erfahrung natürlich Auswirkungen auf die Sexualität haben, von altersunentsprechender Sexualisierung über Angst vor Sexualität und einem starken Einfluss auf die eigene sexuelle Entwicklung zeigt sich die Bandbreite hier sehr, sehr vielfältig. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist denn die Aufdeckungsrate so niedrig, vor allem bei Jungen? Das ist ja ein so gravierender Einschnitt in die eigene Biografie. Warum teilen sich Kinder und vor allem Jungen aber so selten mit? Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe, die Sie hier sehen können. Sexualität als Tabuthema, die Nähe zum Täter oder zur Täterin, die Scham und Angst vor sozialer Ächtung. Ich starte mal mit dem ersten Thema. Wie ja die meisten wissen werden, ist Sexualität in einigen Familien- und Sozialsystemen generell ein Tabuthema oder einfach sehr schwer zu besprechen. Das hebt die Hürde natürlich, über das Erlebte zu sprechen, bei Betroffenen von sexueller Gewalt zusätzlich herauf. Macht es also noch mal schwerer. Ja? Wenn ich generell über Dinge nicht sprechen darf, dann werde ich vielleicht im Kontext solcher Erfahrungen noch weniger darüber sprechen. Traumatisierten fehlt ja generell häufig die Sprache, um ihre Innenwelt adäquat nach außen mitteilen zu können. Bei sexueller Gewalt wird dieser Effekt durch eventuelle Tabus und Unwissenheiten verstärkt. Bei Menschen, die bisher gar keine anderen sexuellen Erfahrungen gemacht haben, fällt es besonders schwer, das Erlebte richtig einzuordnen und überhaupt als eine gewaltvolle Handlung zu erkennen. Daraus so ein kleines Beispiel aus unserer Arbeit. Das war nämlich vor ein paar Monaten, wir waren in der Präventionsarbeit an einer Schule und da öffnete sich uns ein Junge, nachdem er gehört hatte, was sexuelle Gewalt eigentlich bedeutet. Er stellte fest, dass ihm vor 6 Jahren etwas passiert ist, was überhaupt nicht in Ordnung gewesen ist, aber erst jetzt, wo er eine Sprache dafür bekommen hat, konnte er das irgendwie verstehen und sich öffnen, in Folge sogar eine Anzeige machen und anfangen, das mit der Familie zu verarbeiten. Damit einhergehend zeigten sich plötzlich aber traumatypische Symptome der Verarbeitung, wohlgemerkt 6 Jahre nach dem Erlebnis, wie tiefe Trauer und Wut. Das zeigte uns einfach nochmal deutlich, dass Kinder sexuelle Gewalt ganz anders wahrnehmen als wir Erwachsenen, weil sie generell weniger Erfahrung und Wissen zu Sexualität besitzen. Wir Erwachsenen haben meistens wie so eine Bibliothek hinter uns, was unsere eigene Sexualität angeht, haben da viel Wissen und können Sachen einordnen. Kindern fällt dies aufgrund des Mangels dieser Bibliothek eben schwerer. Der zweite Punkt ist die Nähe zum Täter oder zur Täterin. Denn die Angst, sich anderen mitzuteilen, potenziert sich, je näher ich dem Täter oder der Täterin bin. Sexuelle Handlungen werden ja auch oft, wie ich schon gesagt habe, mit angenehmen Begleitsituationen gekoppelt, Aufmerksamkeiten und einer emotionalen Beziehung. Das heißt,
da wirkt das alles noch viel intensiver, man ist viel verflochtener in diese Täterstrategien. Die Betroffenen wissen häufig nicht, wie und an wen sie sich wenden können, da sie Sanktionen durch den oder die Täterin erwarten müssen. In Familien, in denen Gewalt ein alltägliches Thema ist, könnte es sogar sein, dass die Kinder ein solches Verhalten für schlichtweg normal halten. Sie haben es ja nie anders kennengelernt. Und bei diesen Kindern passiert die Aufdeckung meist erst dann, wenn soziale Vergleichsprozesse stattfinden. Also wenn das Kind vielleicht bei anderen Familien eingeladen ist und merkt, dass es da ganz anders zugeht. Somit ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind sich öffnet, wesentlich kleiner als bei Traumatisierungen ohne diese Nähe zum Täter. Also wenn ich jetzt von einem Fremden Gewalt erlebt habe, fällt das oft leichter als bei jemandem, mit dem ich wirklich sozial verstrickt bin. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei der Klientel, mit der wir arbeiten, ist die Scham, denn sie ist diese Scham über das Erlebte ist ein riesiger Faktor, der sehr häufig verhindert, dass Betroffene sich öffnen. Das Gefühl, beschmutzt worden zu sein, schwach gewesen zu sein, das kann alles sehr schwer auf einem Menschen lasten und dann oft mit dieser eigenen Schuldfrage gekoppelt. Hinzu kommt, dass gerade Jungen häufig gar nicht als Opfer sexueller Gewalt wahrgenommen werden und wenn doch, dann erwartet man irgendwie von ihnen, da stark zu sein. Ja, es gibt so Sätze wie, ein Junge löst seine Probleme selbst, er ist auf gar keinen Fall unterlegen, er hat stark zu sein. Und so oder so ähnlich ist leider noch das vorherrschende Rollenklischee. Menschen können sich ja oft auch gar nicht vorstellen, dass Jungen sowas passiert, wie das möglich sein kann. Da ist man einfach bei der Mädchenarbeit viel weiter, was das angeht. Ja, viele Jungen geben sich selbst die Schuld am Erlebten, weil sie scheinbar freiwillig zum Täter oder zur Täterin gegangen sind. Weil vielleicht sogar bestimmte körperliche Reaktionen stattfanden, die auf eigene Lust schließen lassen könnten und weil sie nicht Nein sagen konnten. Kinder, die aber noch nie etwas von TäterInnen-Strategien gehört haben, können ja gar nicht wissen, dass sie keinerlei Schuld am Erlebten tragen und dass sie eben verwoben waren in diese Strategien. Und sie wissen nicht, dass es nicht sie es sein sollten, die sich zu schämen brauchen. Das ist aber leider ein Faktor, der sehr stark wirkt bei unseren Klienten. Ja, die Angst vor sozialer Ächtung ist so ein Punkt, der, finde ich, auch mir persönlich immer ganz doll zusetzt, wenn ich merke, da hat jemand was erlebt und bekommt danach nicht die Unterstützung, die er haben sollte und vielleicht sogar noch schlimmer, es wird noch weiter auf ihm rumgetrampelt. Denn sexuelle Gewalt ist ja schon an sich eine furchtbare Erfahrung und die Kinder benötigen eigentlich, um mit der Verarbeitung wirklich beginnen zu können, ein verständnisvolles und akzeptierendes und schonendes Umfeld. Aber gerade das ist leider gar nicht der Fall häufig, denn paradoxerweise umso weniger manchmal, je schlimmer das Erlebte war. Diese Kinder werden dann häufig stigmatisiert als Opfer, als jemand, der sich nicht gut wehren konnte, der unvorsichtig war, vielleicht sogar am Erlebten selber schuld sein könnte. Ja, und das führt dann oft zu sozialem Rückzug und senkt die Bereitschaft, vom Erlebten erzählen zu wollen, massiv. Da werden oft auch die Eltern des Betroffenen oder der Betroffenen angegangen, da werden teilweise Umzüge stattfinden, ja, um dieser Ächtung zu entgehen. Und das ist wirklich ein Faktor, der sehr schwierig ist und wo wir als Sozialtätige nochmal ganz genau hingucken müssen, wie man das vielleicht fair oder aufarbeiten kann. Genau. Das waren jetzt ganz viele Beispiele dafür, warum Aufdeckung manchmal erschwert wird. Es gibt aber natürlich viele Fälle, in denen sich Betroffene jemanden anvertrauen können und auch entsprechende Hilfen bekommen. Das ist natürlich ganz klar. Dafür benötigt es aber zum einen die offene Gesprächskultur mit Vertrauenspersonen, denn alle relevanten Themen müssen für Kinder mit zumindest einer Vertrauensperson besprechbar sein. Und zusätzlich benötigt es natürlich entsprechende Präventionsarbeit, wie sie schon stattfindet, hier auch im Bezirk oder auch im Rest Berlins. Aber es ist halt wichtig, dass Kinder überhaupt pädosexuelle Menschen erkennen können. Weil wenn sie gar nicht verstehen, was Pädosexualität bedeutet und wo sie Hilfe bekommen, wird natürlich keine Aufdeckung stattfinden. Wichtig ist aber natürlich auch, dass man sich klar macht, dass man Kinder nie bis ins Letzte schützen kann. Also es wird immer wieder zu solchen Vorfällen sexueller Gewalt kommen. Es kam immer wieder zu solchen Vorfällen, das wird es auch in Zukunft. Aber für uns ist es einfach wichtig zu wissen, dass es... dass man so Bauchgefühle ernst nimmt. Wenn wir mit unseren
mit den Kindern zu tun haben und man hat so ein Gefühl von, da könnte was sein, man hat vielleicht so ja Fantasien diesbezüglich oder Hypothesen, dann ist das wichtig, diese ernst zu nehmen, damit die Kinder nicht am Ende vielleicht ungehört bleiben. Ja, neben den üblichen Begleiterscheinungen von Traumata, wie wir es gerade gehört haben, also Hyperarousal oder Dissoziation und auch Somatisierung, gibt es einige Verhaltensänderungen, die typischerweise nach sexueller Gewalt auftreten. Die sind kein Beweis dafür, also man kann nicht sagen, nur weil ich das beobachte, hat dieserjenige sexuelle Gewalt erlebt, aber sie dienen auf jeden Fall der Hypothesenbildung. Das ist auffälliges Hygieneverhalten, sexualisiertes Verhalten und Angst vor Sexualität. Auf diese Punkte würde ich jetzt nochmal einzeln eingehen. Beim ersten ist es ja häufig so, dass wir ein mangelndes Hygienebewusstsein bei unseren Klienten feststellen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass vielleicht der eine oder andere Jugendliche mal ein bisschen müffelt, sondern wirklich intensives Vernachlässigen der eigenen Hygiene. Dabei kann es sein, dass bestimmte Körperteile beim Waschen ausgespart werden, aber auch der ganze Körper vernachlässigt wird. Und das ist ein ganz spezifischer Schutzmechanismus des Körpers oder der Psyche. Denn wenn mich die Beschäftigung mit meinem eigenen Körper jedes Mal triggert, also wieder in so einen retraumatisierenden Zustand wirft, dann kann ich das ja verhindern, indem ich mich einfach gar nicht mit meinem Körper auseinandersetze. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass mangelnde Hygiene auch erneute Übergriffe verhindern soll. Wenn ich also so unattraktiv scheinbar auf andere Menschen bin, dass sie gar nicht in meine Nähe kommen wollen, ist das natürlich subjektiv ein sehr effektiver Schutzmechanismus. So Beobachtungen aus der Arbeit sind auch, dass vielleicht Übelkeiten beim Zähneputzen auftreten oder überhaupt, dass die Mundhygiene sehr schwierig ist. Das kann man natürlich sich jetzt leicht herleiten im Bereich sexueller Gewalt. Es kann aber auch sein, dass Hygiene übermäßig praktiziert wird, in Form eines Waschzwangs oder wirklich übertriebenem Stylings. Und da meine ich jetzt wirklich so welche, die so ganz penibel darauf achten, bloß keine Risse in der Fassade zu zeigen quasi. Auf der einen Seite möchte die Person vielleicht den Ekel loswerden, also sich im wahrsten Sinne des Wortes reinwaschen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass eine schillernde Außenfassade hergestellt werden soll, damit meine Umwelt gar nicht mitkriegt, dass ich eine seelische oder körperliche Versehrung erlebt habe. In unserer Arbeit, gerade mit Jungen, ist das häufigste Symptom wirklich sexualisiertes Verhalten. Das ist auch das, was die Sozialarbeitenden im Umfeld immer am schnellsten mitkriegen und da auch mit uns in Verbindung bringen, weil es so offensichtlich scheint. Ja, etwas Erlebtes erstmal nachspielen zu wollen, ist typisch kindliches Verhalten und unterstützt natürliche Verarbeitungsprozesse. Also nicht nur im Bereich von Gewalt, sondern Kinder verarbeiten immer eigentlich im Sinne eines Nachspielens, einer Imitation. Schwierig wird es natürlich dort, wo die eigenen Grenzen oder die Grenzen anderer Menschen berührt oder gar überschritten werden. Erlebt ein Kind sexuelle Gewalt, ist eben ein sehr häufig zu beobachtendes Symptom starke Sexualisierung in Sprache und Verhalten. Dies kann von unangemessener Sprache, also der Kenntnis unangemessener Wörter, über ganz spezifische Körperbewegungen bis hin zu eigenem sexuell grenzverletzendem Verhalten reichen. Das sind dann auch die tagtäglichen Beobachtungen aus der Arbeit mit Jungen. Ich habe einen Jungen ganz lange betreut. Der hat sich zum Ende der Hilfe daran erinnert, dass er gerade am Anfang immer wieder sehr wirr und sehr viel von Sex gesprochen hat. Ich stimmte ihm ja zu, denn lange Zeit platzten aus ihm in den unpassendsten Situationen Begriffe und Sätze raus, die ich an dieser Stelle in diesem Fachpublikum lieber nicht wiederholen möchte. Aber auf jeden Fall war das dann teilweise sehr unangenehm für alle Beteiligten. Aber ich fragte ihn dann, was ihm geholfen habe, dass er das jetzt nicht mehr braucht. Jetzt war er relativ gut sozialisiert, hat sich nicht mehr diesbezüglich so verhalten. Und er sagte, dass er ja jetzt weiß, wo und wann und mit wem er über dieses Thema sprechen kann, wer ihm da Antworten geben kann und was ihn da diesbezüglich interessiert. Vorher sei das alles so einfach in ihm drin gewesen und hätte sich angestaut wie in einem Vulkan. Das Bild fand ich ganz schön. Ich meinte, das war wie so ein Vulkan und so kam es dann auch raus, ne, wie bei so einer Eruption. Und das zeigte mir einfach, dass dieses Kind anscheinend solche Schwierigkeiten hatte, dieses ganze Thema innerlich zu verarbeiten, dass er das nach außen bringen musste. Das war völlig unkontrolliert, weil der Körper gesagt hat, innen drin ist das nicht möglich, ich muss es nach außen bringen.
Und ich konnte das dann natürlich aufgreifen und mit ihm sachlich besprechen, wo er vielleicht an anderer Stelle oft eher getadelt wurde. Ja, das macht man nicht, das sagt man nicht. Das habe ich dann anders probiert, dann Verhaltensalternativen Stück für Stück einzuarbeiten. Ja, für meine Arbeit oder für unsere Arbeit eher bedeutet das, dass man Grenzen aufzeigen muss auf der einen Seite. Ne? Man möchte respektvoll behandelt werden, man möchte an bestimmten Stellen definitiv nicht angefasst werden, man möchte auch keine sexuellen Aktivitäten verwickelt werden. Auf der anderen Seite aber ist das ein Verhalten, mit dem wir rechnen müssen bei Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Das ist eine ganz normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis und dieses Verhalten wird uns einfach entgegengebracht und da muss man halt eben diese Balance finden zwischen auf der einen Seite Abgrenzung und auf der anderen Seite eben das auch zu akzeptieren. Genau, der letzte Punkt, das sind so Ängste vor Sexualität. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein, wenn jemand so eine ganz klare Abwehrhaltung hat, wenn jemand so Riesenängste hat, dieses Thema anzugehen, dann kann das auch ein Schutzmechanismus des Körpers sein. Ja, wieder diese Triggervermeidung. Ja, die Grundhaltung zu Symptomen ist bei uns eigentlich immer dieselbe, egal welches Symptom gezeigt wird, denn sie haben alle ihren guten Grund und auch ihre Funktion. Kein Symptom kommt einfach so und aus dem Nichts. Entgegen der gängigen Meinung unserer traumatisierten Klienten sind diese gar nicht verrückt. Zumindest aus meiner Sicht würde ich sie nie als verrückt bezeichnen. Sie leiden nur an ganz spezifischen Symptomen, die ihren Ursprung in einer traumatischen Vorerfahrung haben. Der gute Grund für dieses Verhalten ist ein invasiver Angriff und die Funktion, die Sicherung des eigenen Überlebens. Ja, das muss man sich erstmal klar machen, dass dieses Verhalten, das die Klienten posttraumatisch zeigen, in der traumatischen Situation wahrscheinlich dazu geführt hat, dass diese Situation überhaupt überlebbar war. Also es war ein extrem wichtiges Verhalten. Dieses Bewältigungsverhalten, das die traumatische Situation überlebbar gemacht hat, brennt sich dann so tief in das unbewusste Gedächtnis eines Traumatisierten ein, dass es später immer wieder genutzt wird, um stressreiche Situationen durchzustehen. Das Problem ist, desto häufiger dieser Bewältigungsmechanismus angewandt wird, umso kleiner muss beim nächsten Mal der Stressreiz sein und dann stellt wieder dieses Bewältigungsverhalten ein. Ist das Kind noch ein Täter in Kontakt, lebt zum Beispiel mit einem Stiefvater zusammen, der sexuell grenzverletzend ist oder ähnliches, können diese Symptome sogar subjektiv, manchmal gar objektiv, sinnvoll für die Erhaltung der eigenen Sicherheit sein. Die Symptome dann wegmachen zu wollen, also einfach zu sagen, dein Verhalten, das du zeigst, machen wir jetzt weg, kann also auch subjektiv gesehen gefährlich sein. Deswegen gilt es auch immer ein Stück weit Symptome auszuhalten, weil sie einen guten Grund und auch eine Funktion haben. Ein Junge, der sexuelle Gewalt durch einen Nachhilfelehrer erlebt hat, der konnte das Schlimmste verhindern, dadurch, dass er komplett ausgerastet ist, körperlich, verbal, der war einfach nicht mehr zu bändigen und dadurch konnte er quasi das Allerschlimmste verhindern. Das führte aber dazu, dass sich dieser Bewältigungsmechanismus bei ihm eingebrannt hat und er das auch in der Schule immer wieder angewandt hat. Wenn Lehrer ihn auf eine bestimmte Weise angesprochen hatten, wenn er das Gefühl hatte, die Kontrolle abgeben zu müssen, ist er komplett ausgerastet, musste suspendiert werden, nach Hause geschickt werden und darüber fand subjektiv eine Entlastung statt. Das war für den Jungen erstmal subjektiv entlastend. Und dann mussten wir natürlich problematisieren. Was hat das für Konsequenzen für deine schulische Laufbahn, für deine persönliche Laufbahn, für deine Familie und so weiter. Und dann konnten wir Stück für Stück Verhaltensalternativen einüben. Er konnte lernen, dass die Welt an sich ein sicherer Ort ist, dass die Schule ein sicherer Ort sein kann, dass auch Lehrer nette und sehr aufmerksame Menschen sein können. Gerade bei seiner Erfahrung war das ziemlich schwer. Und er konnte diesen Bewältigungsmechanismus des Ausrastens ablegen. Ja, weil er gemerkt hat, es gibt andere, sozial verträglichere Alternativen. Deswegen ist so ein bisschen der Merksatz, das Verhalten, das ein Traumatisierter während belastender Situation zeigt, stellt für ihn immer die bestmögliche Handlungsalternative dar. Hätte er bessere Möglichkeiten, dem Stress zu entgehen, würde er diese auch garantiert wählen. Und das gilt nicht nur für traumatische, sondern eben auch für posttraumatische Situationen. Genau, dann würde ich zum Schluss nochmal
ja, darlegen wollen, wie wir mit betroffenen Kindern umgehen, was da für uns ganz wichtig ist. Und das ist zum einen die Parteilichkeit. Für Traumatisierte ist es immer wichtig, dass man ihnen glaubt und dass sie akzeptiert werden mit ihrer Erfahrung. Bei sexueller Gewalt ist das auch sehr wichtig, aber fällt ganz vielen Leuten, ganz vielen professionellen Helfern auch schwer, da parteilich beim Jungen oder beim Kind zu sein. Wenn es sich beim Beschuldigten zum Beispiel um den Partner der Mutter handelt oder um eine sozial hoch angesehene Person, dann hört man da oft relativierende oder auch so konträre Aussagen. Ja, ich glaube dir, aber ich bleibe mit dem zusammen. Das ist ja an sich nicht passend. Diese Kinder brauchen dann Helfer, die ganz klar Stellung beziehen, die sich aussprechen gegen die Taten, unter anderem auch gegen die TäterInnen. Deshalb ist es auch empfehlenswert, sich als Einrichtung ganz klar darüber Gedanken zu machen, arbeite ich mit Tätern oder mit Leuten, die sexuelle Gewalt ausüben, oder mit Betroffenen, ja, weil das die Glaubwürdigkeit ganz stark einschränken kann, wenn ich auf der einen Seite sage, ja, das ist ganz schlimm, was dir passiert ist und ich finde, der sollte für immer in den Knast gehen, und auf der anderen Seite arbeite ich vielleicht mit jemandem, der genau sowas gemacht hat und erwirke da strafmildernde Maßnahmen. Beide Arbeiten können sehr sinnvoll sein und passen trotzdem für den Klienten dann nicht zusammen. Ja, die wichtigste Grundhaltung aus meiner Sicht, die auch bei uns schon eigentlich in die private Welt übergegangen ist, man kann gar nicht mehr anders als immer nach Information, Transparenz und Kontrolle zu streben. Das ist quasi in der Arbeit mit Traumatisierten so eine Basisstrategie. Das heißt, alle Informationen bezüglich des Betroffenen zu teilen, nichts unangekündigt tun, Absprachen sehr genau zu treffen und die maximal mögliche Kontrolle zu ermöglichen. Das ist bei unseren Klienten umso wichtiger, da sie ja Heimlichkeiten, Undurchsichtigkeiten und diesen maximalen Kontrollverlust aus der traumatischen Situation kennen. Vor allem, wenn sich jetzt ein Kind öffnet, ja, das teilt sich mit und es hofft implizit, dass jetzt alles besser wird, erlebt es oftmals einen riesen Kontrollverlust, wenn andere plötzlich die Geschichte weitererzählen, sie bewerten, über den Kopf hinweg irgendwelche Lösungen erarbeiten, dann ist das natürlich auch wieder ein potenziell retraumatisierender Zustand. Und deshalb ist es für uns so wichtig, in der Verarbeitungsphase diesen Verlust von Information, Transparenz und Kontrolle quasi nachträglich wieder herzustellen oder wieder auszugleichen. Ja, wenn zum Beispiel ein Junge sich in der Schule öffnet, die Lehrerin ist total bei ihm und so und sagt aber, jetzt muss ich das Jugendamt benachrichtigen, weil du wohnst ja mit dem zusammen, und das Jugendamt sofort eine Herausnahme macht, was vielleicht erstmal sinnvoll erscheint, aber der Junge gar nicht weiß, warum er jetzt woanders wohnt, warum er nicht mehr bei seiner Mutter ist und das war eigentlich gar nicht sein Ziel, dann kommen da einfach unterschiedliche Sichtweisen zueinander, die für Traumatisierte nur sehr schwer nachzuvollziehen sind. Das heißt dann für unsere Arbeit, dass man immer ganz konkret überlegt, habe ich von allen Telefonaten erzählt, von allen zwischen Tür- und Angelgesprächen, von neuen Entwicklungen, habe ich meine Handlungen, die geplanten und die zukünftigen, durchgesprochen, ausreichend dargestellt. Hat der Junge vielleicht oder das Kind Möglichkeiten, frei zu wählen, welche Aktivität heute dran ist? Darf das Kind selber entscheiden, wann es über etwas erzählt, wann es Belastungen darstellt? Ja, und das ist, oder so Kontrollmechanismen, wenn wir schon über Belastungen sprechen müssen, weil es vielleicht im Rahmen einer Gerichtsverhandlung wichtig ist, was sind deine Kontrollmechanismen, wie ist dein Stoppsignal? Also das sind so alles Haltungen, die bei Traumatisierten extrem wichtig sind, damit sie sich sicher fühlen können. Ja, das führt dann zum quasi vorletzten Punkt, nämlich nicht drängen. Während Sozialtätige in den meisten Fällen sehr besonnen, sehr strukturiert vorgehen können, hebelt sexuelle Gewalt diese Fähigkeit oft komplett aus. Da werden Zeugen befragt, vermeintliche TäterInnen mit den Taten konfrontiert und Betroffene werden zu Aussagen gedrängt, die im Nachhinein oft zu ihrem eigenen Nachteil verwendet werden. Deswegen sagen wir, Ruhe bewahren, ein Kind muss selbst entscheiden dürfen, wann es vom Erlebten erzählt. Und da ist wichtig, auf der einen Seite ein offenes Ohr haben, also da sein, das Gespräch anbieten, und auf der anderen Seite damit leben können, dass man vielleicht gar nicht so viel weiß, nur eine Überschrift zu haben. Ich habe teilweise 3 Jahre mit Jungs zusammengearbeitet und nie wirklich erfahren, was da passiert ist, und das Trauma trotzdem bearbeiten können. Ja, das ist gar nicht so notwendig, das nochmal wiederzugeben im Detaillierten.
Ja, ne, wir empfehlen immer das Hinzuziehen einer Fachberatungsstelle bei Gewalt an bei sexueller Gewalt an Jungen, wären wir das. Aber es gibt noch andere Beratungsstellen, die wir dringend empfehlen würden, um eben nicht alleine handeln zu müssen. Das ist ein Thema, wo man immer einen Background braucht, immer jemand, mit dem man sich mal kurz geschlossen hat. In dringenden Fällen gibt es natürlich entsprechende Notdienste. Und nochmal so ein Punkt, es gibt ganz lange Verjährungsfristen beim Thema sexueller Missbrauch an Kindern. Da haben Betroffene bis zu 30 Jahre Zeit, eine Aussage zu machen. Und diese Aussage sollte ganz gut vorbereitet sein. Das Kind sollte über mögliche Konsequenzen und Alternativen aufgeklärt sein. Manchmal, so hart es ist, macht es gar keinen Sinn, diesen ganzen Prozess durchzustehen, um am Ende quasi eine Freisprechung des Täters oder der Täterin zu haben. Also da gab es schon so Fälle, wo man gesagt hat, macht eher weniger Sinn, weil einfach die Sachlage so schlecht ist. Aber das muss natürlich immer individuell geschaut werden. Ja, ich möchte jetzt nicht so negativ meinen Vortrag beenden, weil das Thema ja oft runterzieht. Unsere Arbeit besteht aber zum ganz, ganz großen Teil aus ganz vielen positiven Erfahrungen, nämlich aus Ressourcenarbeit. Denn würde man sich nur mit den belastenden Ereignissen auseinandersetzen, würde man ganz viele Möglichkeiten verspielen, die unsere Klienten uns bieten. In ihrem Verhalten, das oft negativ gesehen wird, zeigen sich ganz oft auch ganz tolle Ressourcen, dass Menschen vielleicht einen ganz starken Gerechtigkeitssinn entwickeln oder ganz tolle Wahrnehmung plötzlich haben. Ja? Auf der einen Seite wollen sie sich vor Gefahren schützen, auf der anderen Seite können sie aber auch viel wahrnehmen. Also es gibt ganz viele Ressourcen, die unsere Klienten mit sich bringen, die es gilt zu nutzen. Ich sage immer, das Trauma wiegt so schwer, dass man ein immenses Ressourcenpensum benötigt, um das ins Gleichgewicht zu bringen. Also eine traumatische Erfahrung benötigt wirklich mehrere, teilweise 100 einzelne kleine positive Erfahrungen, um so ein Gleichgewicht herzustellen und vielleicht sogar noch mehr, um sein Ungleichgewicht zugunsten der Ressourcen zu erreichen. Der gesunde Optimismus bei den Helfern ist natürlich enorm wichtig. Ja, es ist einfach so, dass gravierendste Ereignisse verarbeitet und integriert werden können, wenn es im Nachhinein genug Ressourcen gibt, die greifen. Wir Helfer sollten dazugehören und eben schauen, dass wir den größtmöglichen Kontrast zur traumatischen Situation herstellen können. Also alles, was in der traumatischen Situation schief lief, muss jetzt quasi bis ins Detail nochmal umgedreht werden und in einen ressourcenvollen Blick umgewandelt werden. Danke.